wir frühstücken gerade. So, frisch gestärkt. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich letztes Mal war, aber ein paar Bäumchen habe ich gehackt. Ist ein bisschen weiter gekommen und auch so ein Ding, hackt man Holz nachts? Auf einmal hört man so ein komisches Geräusch. Ein Kannibalen grummeln. Und dann suche ich da oben ab. Da habe ich Holz gesammelt. Sehe keinen, dann gehe ich zurück mit meiner Ladung Holz und sehe ich da schön am Lagerfeuer, hier so von Lagerfeuer bis da hinten, einen Kannibalen ganz chillig langlaufen. Als ob das ganz normalste der Welt wäre. Aber na gut. Aber ich habe ihn immer laufen lassen. Ich glaube, auf der anderen Seite müssen wir hier auch irgendwie zubauen. Wie ich das aber am klügsten mache, weiß ich noch nicht. So, wir haben Essen parat. Wir haben Trinken parat. Auf geht's in die Höhle. Schluck auf habe ich auch parat. Scheiße. Zu wenig Federn, finde ich. Zu wenig Pfeile. Das muss ich schon überlegen. Sammeln wir uns mal ein, zwei Stöcke. Mal schnell. Nein, nicht ausrüsten, um Gottes Willen. Zack. Ich bin extra so ein bisschen auf Vogeljagd gegangen, um wieder Federn zu bekommen. Die die zwei Vogelhäuser, die wir haben, haben wir irgendwie zu wenig abgeworfen. Zack. Oh, das war's. Mehr geht nicht. Mal einen Schluck Bierchen trinken. Ich muss mir Mut antrinken, um in die Höhle zu kommen. Heute gibt es ein gutes Köstretzer Schwarzbier. Kann man auch angenehm trinken. Schön gekühlt. Aber ich finde, Bier sollte man nie zu kalt trinken. Da geht der Geschmack flöten. So, aber viele trinken ja einfach irgendeine Billigplörre. Hauptsache es knallt, aber ich trinke es aus dem Geschmack her. Aber ob da Köstritzer jetzt das Beste ist? Hm? Ach nee. Oh. Katze. Wenn du kacken musst, mach das leiser. Mit dem Umgraben. Ich dachte gerade, was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, wenn ich Forest spiele, bin ich irgendwie ängstlicher. Man muss immer jeden Augenblick mit Kannibalen rechnen. Aber letzte Folge war das hier Kannibalen Highway. Aber ich glaube, das war auch bestimmt zu einer Zeit, wo die Kannibalen noch gar nicht aufgestanden sind. Oh. Das war einer. Sind noch getarnt. Zu weit gelaufen. Wäre echt cool, wenn man diese Kannibalen nachts überraschen könnte. Oder generell so am Tag, wenn sie pennen oder so. Oh, ein schöner See. Gut, dann neuer Eintrag auf To-Do-Liste. Oh, es ist keine To-Do-Liste. Wo ist meine To-Do-Liste? Erkunde die Höhle auf Felsvorsprung. Okay, scheint doch ein bisschen größer zu sein, wenn wir dafür extra einen Eintrag kriegen. Aber erstmal machen wir für euch wieder Licht an. Und wir sind jetzt schon wieder außer Power, ne? Das ist, oh, ätzend.
Der hat immer Hunger. Du gehst 10 Meter. Ich glaube, der ist... Ich weiß nicht, mein Charakter ist fett geworden oder so. Muss immer essen. Der ist eigentlich so wie ich, Heinrich. Immer am Futtern. Tief geht das denn noch runter? Ach, man sieht noch ein Hammer-Symbol von da, wo ich bauen muss. Ja, wenn man runtergekommen ist, kriegst du erstmal einen Müsli-Riegel oder was das immer ist. Was geht noch tiefer? Ja, warte mal, wir haben auch die Taschenlampe, ne? Kann man ja mal für die Höhle benutzen. Nichts zum Sammeln. Jetzt hat er sich erstmal einen Snack verdient. Ups. Noch tiefer. Scheiße, müssen wir tauchen? Stimmt, hier eine Druckflasche. Ich habe das schon früher mal gesagt. Aber hier ist auch nichts zum Sammeln. Super, und ich sehe unten nichts. Kann nicht mal zielen. Hier ist kalt, du bist nass. Können wir uns schnell ein Lagerfeuer basteln? Ich erfriere. Irgendwas Einfaches mit wenig. Gut, ich habe jetzt nur Angst, dass wir hier erfrieren. Boah, dann, ne? Runter. Ui, wir sind schon fast runtergerutscht. Töpfe. Kann ich nicht ablegen. Toll, ich kann hier schlafen. Ich möchte hier auch in dieser Kackhöhle schlafen, oder?
Kann man diesen Mutantenbabys nichts machen? Hey, Mutantenbaby, ich geh dich jetzt. Schmeiß das weg. Oh Gott, wo kommen wir da jetzt raus? Oh yeah, hier kommen wir hier runter. Vielleicht sollten wir uns den Punkt da doch fester ausbauen. Weil ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis wir da ganz unten sind. Und da sehe ich doch jetzt schon Helikopter. Cool, juhu. Stöcker, yeah. Ein Baum. Scheiße. Dann trinken wir halt eine Dose. Hier geht's wieder weiter. Eigentlich wollte ich ja nur einen Kompass haben, ne? Und eine Karte. Wenn ich es richtig sehe, stehen da ein paar, oder? Wir können nicht zielen. Was für ein Scheiß ist das denn? Ganz kurz. Ich weiß nicht, ich kann damit irgendwie nicht zielen. Es scheint so, als ob die schnarchen. Oh! Alter! Tony Banjo, ey! Hat
hat uns erwischt, ne? Huhu! Da fliegt er ein paar Meter. What? Ich habe Angst, dass wir nicht mehr zurückkommen. Das ist doch bestimmt Late Game oder so. Es sieht so aus, als ob wir da weiter können, aber... Dann gehe ich da ja ganz runter. Ach komm, machen wir's. Kassette. Okay. Müssen wir kurz Pause machen. Und wenn wir unten sind, braucht er schon wieder was zu essen. Ich finde die Idee noch nicht gut, hier runter zu gehen, aber... Ach scheiße, es ist Wasser. Also wenn wir jetzt da rüber schon, gibt es kein Zurück mehr, ne? Dann müssen wir durch. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Pause machen. Das heißt, ein Schluck für mich. Ich hoffe, dass wir jetzt hier auf keinen Endgegner oder so treffen. Da bin ich ja gar nicht für ausgerüstet. Was wir noch machen könnten, wir haben ja Pfeile, kombinieren mit Alkohol. Damit wir mehr Brandpfeile haben. Dann gehen aus. Okay, mehr geht nicht. Aber wir hätten doch, glaube ich, vielleicht unten die Kisten öffnen sollen, aber ich weiß nicht wie. Hier ist gerade echt komisch. Alles sind diese Kackbabys und Kackkannibale.
Scheiße. Ja, gehst du sterben, Alter. Boah. Wenn ja mehr. So, das war unsere Rüstung. Also mit dem Bogen und dieser Taschenlampe zu schießen, ist echt kacke. Aber können wir uns noch mal schnell einfaches Lagerfeuer machen? Wenn ich euch hier schon habe. Dann machen wir doch mal hier ein gratis Barbecue. Können wir euch auch nehmen? Nee, ne? Rennt jetzt schon mal ziemlich gut. So, dann trinken wir noch mal eine Dose. Na komm. Wir haben doch nicht den ganzen Tag Zeit. So. Was kann ich, was wir für Knochenrüstung brauchten? Drei Tücher. Schade, irgendwas fehlt. Noch ein Knochen oder so. Mal noch Echsenhaut, reicht das? Ich glaube auch nicht. Doch, einmal. Betanung reicht's. Gut. Ich finde, dieses Katana macht sich schon bezahlt. Es gibt hier zwei Wege. Oh, Kettensäge. Mhm. Was ist das denn? Ja, und weiter. Scheiße. Ich raff das noch nicht. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe das richtig gemacht. Ja, da hier gibt's kein Katana. Kettensäge.
Hier gibt's nur dreckige Scheißkannibalen. Warum wird's hier nicht heller? Noch einer, ich glaube, es hackt hier oder was? Ey, ist ja Kannibalhausen oder was? Okay, jetzt ist er tot. Der auch. Gut, dann nochmal schnell. Haben wir noch Äste? Bitte, bitte. Na komm, mach an da. Kaum Rüstung. Wir versuchen jetzt noch mal ein bisschen Knochen zu kriegen. Haben sie echt gut runtergehauen. Ich glaube, wir kommen ja gar nicht mehr raus, ey. Getrocknetes Fleisch. Lass mal ein bisschen davon was weg. Okay. Na, reichen die nochmal? Aha, einer fehlt natürlich. Verdammt. So. Oh, scheiße. Jetzt nochmal dahin. Kann ich ihn nochmal aufheben? Oh nein! Und da lungert noch einer rum. Schade, jetzt habe ich immer zu viel. Mal mit. Ich habe da mal einen Auftrag für dich. Einmal gut durch, bitte. Ach, die lösen sich auch wieder auf. Ah. Aber eine Rüstung kriegen wir noch dadurch. Wir trinken noch mal eine Fanta und noch mal einen Snack. Toll, wieder aufgelöst. Komm, habe ich den ganzen Tag Zeit. Reicht wieder nicht, aber einen haben wir mehr. Schade, dass wir die nicht finden, die ich hier einfach hergeworfen habe.
Arschdunkel. Ein Pfeil haben wir nochmal gefunden. Die kalte Füße. Neues Tier entdeckt. Was ist das? Nachtfisch oder was? Ah, ich lasse ein Wasser. Ah, du sollst den Fisch da holen. Ein bisschen eklig aus. So belast die Fische. War nicht ein Reiter Tiere? Okay, ist einfach ein Dorsch wahrscheinlich, ne? Na gut, ich dachte jetzt irgendwas Besonderes. Snack. Die wissen, wie sie mir eine Falle stellen können. Scheiße. Und diese Kletterkacke wieder. So. Raff es nichts. Muss ich jetzt weiter E drücken oder? Also E irgendwie nicht. So, linke Maustaste. Hüpfen. Zur Seite. Oh. Muss einfach nur E gedrückt halten und die Richtung vorgeben. Okay. Jetzt haben wir es verstanden. Wo muss ich denn nur hin? Und war da. Oh, der hat schon wieder Hunger. Getrockneter Hase. Oh, wir haben eine VHS-Kassette gefunden. Cool. Was ist das da im Wasser? Gehirne oder sowas? Herzen. Okay, wurde vielleicht was gefüttert, was gerade nicht da ist. Obwohl wir auch nicht lange warten, bis es wieder da ist. Noch Pause machen. Scheiße, hätte ich gewusst, was das da für eine Aktion wäre,
Hätte ich, keine Ahnung, am besten noch Holz mit runtergebracht oder so. Oh, ist ein gerades Loch, könnte ein Brunnen gewesen sein. Ein Brunnenschacht. Freier Himmel. Schnauze. Wir sind draußen. Joa. Ich habe gerade absolut keine Ahnung, wo wir sind. Eine Schildkröte. Das ist ein Fluss mit ganz viel Stein. Dann hätte man vielleicht noch tiefer kommen können? Wir haben jetzt die falsche Ausfahrt genommen. Ich weiß, wo wir sind. Wird schon wieder Tag. Wir haben die Nacht durchgemacht. Da ist unsere Basis schon. Oh. Home sweet home. Ja, das war ganz schön viel Action für mich. Wir haben uns aber gut geschlagen, finde ich. Haben ja ein paar Kannibalen gekillt. Jetzt komme ich hier nicht mal hoch, oder was? Doch die falsche Ecke. Das können wir wieder ausmachen. Es gibt nichts Schöneres, als wieder zu Hause zu sein. Und wir haben immer noch keine Karte gefunden. Aber von dort könnte man vielleicht noch weiterkommen. Vielleicht sollte man das Camp nutzen. Oh, hier ist ein Pfeil. Was da war. Und da einfach übernachten und von. Dann hat man vielleicht mehr Zeit. Aber eigentlich ist es ja scheißegal, ob es da hell oder dunkel ist. Es ist eine Höhle, das ist immer dunkel. Zack, wieder zu Hause. Puh. Ja, wir haben dann klar. Was blinkt denn da? Wir haben einen kleinen Abstecher in die Höhle gemacht, wollte ich sagen. Klingt das so komisch? So, das ist links blinkt, ist okay. Da haben wir noch nicht fertig gebaut. Hat so gerade geblinkt? Ach, hier fehlt ein Stück. Ich dachte, der wäre schon fertig. Gut, also. Ja, haben uns gut geschlagen. Auch wenn ich immer noch nicht zufrieden bin. Ich weiß nicht, wir haben zwar jetzt am Bogen eine Taschenlampe, ist jetzt auch nicht so geil. Da hätte ich irgendwas Besseres. Vielleicht hätte ich noch Brandpfeile nutzen sollen. Mehr in den Höhlen. Aber ich glaube, ich werde jetzt diesen Tag erstmal dafür nutzen, wieder hier diese Mauer weiter auszubauen. Und ich werde wahrscheinlich hier auf der Seite auch noch eine bauen vor dem Fluss. Da müsste da noch ein Türmchen. Aber da kriegen wir leider kein Verbindungstürmchen von hier hin. Ne? Weil hier ist ja schon irgendwie alles zu. Wir kriegen nur Verbindungs nach da.
Naja, wenn nicht, gibt es dann einfach eine Mauer mit ein kleines Türmchen, falls von da was kommt. Gut, dann muss da in der Mitte die Türöffnung sein, weil am Rand geht ja nicht. Aber das könnte man später machen. Erstmal muss die Mauer fertig sein. Und ja. Dann werde ich jetzt hier Schluss machen. Ach komm, die Echse erlösen wir nochmal schnell. Kommt ja gar nicht. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.